Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter. Und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 4, das Remake. Na, wie schon erwähnt, nach einem kurzen Break geht es gleich weiter. Einiges ungemütlicher geschlafen. Ja. Und ja, wir sind endlich befreit. Wir haben den Las Plagas-Virus aus unserem Körper entfernt, den Parasiten. Er ist endgültig Geschichte. Methoden zur Entfernung der Plaga. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plaga zu befreien. Injektion von Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plaga gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet. Hatten wir. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seine Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden. Und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Ja, war schmerzhaft bei Ashley. Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohem Risiko verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Oh Mann. Dann danke, Luis. Danke für deine Hilfe. Okay, jetzt können wir uns ganz gemütlich Settler stellen, weil er hat keine Macht mehr über uns. Wir sind frei und er wird leiden. Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfache übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in meinem Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominanten Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein vom Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtete mich sicher. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig und um der Welt will. Ach Mensch, Luis, du wolltest nur das Beste. Halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Ja, da unten sieht man das Logo, ne? Okay, Proben oder was soll das sein? Was haben wir hier? Betreff unsere Abmachung von Luis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, Ort und Zeit wie besprochen. Nur noch mal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Unsere Abmachung von AW. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren.
Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unser Code weißt du noch, oder? Entspann dich, hab ich nicht vergessen und mach dir keine Sorgen um den Bernstein, mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Marke ist egal. Hat er damit AW, Ada Wong? Ja doch, AW, ne? Könnte Ada Wong sein? Oder auch nicht. So. Leute, es kann losgehen. Jetzt gibt's auf die Omme. Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt. Ja. Irgendwann lernst du auch mal eine Waffe zu halten. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Wenn ich dir eine Waffe geben dürfte. Aber das wird, glaube ich, so nie Ging es dir passieren. wirklich gut? Mir ging es nie besser. Passt schon, ne? Passt schon. Halt. Solange wie es ihr gut geht, geht mir es auch gut, ne? Wie Man es hier kennt's doch. aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nicht um. Nee. Scheint sie gut zu kennen. Kann man so sagen. Die gute Ada Wong. So, und jetzt will ich den Schatz haben. Ich hoffe, den Schlüssel habe ich noch, wenn überhaupt. Ach nö. Scheiße. Ist viel. Nee, warte. Ich will nicht dahin. Ich will da lang. Ich will dahin und will zum Schatz. Illuminatus Anhänger. Okay, Besuch. Hallo. Monolith allen Ursprungs. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt, sehe die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier, Adam Sattler. Illuminatus, letztes Kapitel. Preiset die heiligen Insekten, uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind, seine Liebe unterscheidet nicht wie Fisch oder Vogel. Jetzt Kreatur, sei gleichermaßen gesegnet. Preise die heiligen Insekten, wir sind die demütigen Diener Gottes. Seine Weisheit überwindet alle Berge. Seine Allmacht überquert jede See. Das Licht des Himmels wohnt allem inne. Lass unsere Leiber der Boden sein, auf dem alles gedeiht. Preise die heiligen Insekten, wir sind die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Ein jeder wird sie hören. Schließlich wird es mehr von uns geben als Sterne am Himmel, Firmament. Leuchten. Was ist los, Ashley? Hörst du was? Hast du irgendwelche Probleme, Ashley? Du bist geheilt. Du müsstest geschmeidig hier fit sein. So. Kann ich hier lang? Kann ich wieder zurück? Nein? Natürlich nicht.
Klopf, klopf. Hallo, Settler, ich bin's. Hi. Ich bin's, der Leon. Bist du da, Settler? Bist du. Ich bin schon so, so Affinarin, dass ich alles sehe und denke, es wäre was. Oh, ernsthaft? Wow. Ey, du. Nein! Willst du mich verarschen? Da hinten wacht der gute alte, Da war der Händler und was passiert? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Hey. Hey. Geil. Schön. Schön ins Gesicht getreten. So nett. Ja, echt mal hier. Komm. Ja. Glaubst du, es geht ihr gut? Ja. Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die Haut besser als uns. Scheinst sie gut zu kennen. Ja. Nein, das war nix. Oh, Osmund, okay. Ach da. Aber wie getimt das war, ne? Ich will da hinrennen und sie wird erstmal weggesnackt. Da ist er. So nämlich. Lass ich mich nicht nochmal verarschen hier. Schweinerei. Und los. Ashley, kommst du? Ashley, komm. Achso, das war noch gar nicht der Händler. Das war einfach nur eine Türe. Gut. Grüße. Okay, Grüße. Hast du was? Was kann ich für dich tun? Wir haben alles, ne? Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Na, nicht wirklich. Louis Schlüssel können wir wegkicken, brauchen wir nicht mehr. Ja. Damit kann ich definitiv was anfangen. Danke. Ich hab nur die feinste Waffe. Besten Dank. So, wir haben nichts. Ja, nichts haben wir. Gut. Keine Heilung, doch. Sehr gut. Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Ja, ja, ist okay. So. Also was, Waffen ist jetzt nicht so meins, wo ich sag, geil. Also, ne? Ja, gut. Kann ich sonst noch, wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn? Doch, doch. Genau das. Was wäre wenn? Ich dich? Nein. Mir ist das egal. Ich gehe jetzt hier lang und dann werden wir sehen, was passiert. Oh, Ada. Ada.
Der hängt eine Runde ab. So lockt er mich zu sich. Ja, Leon, so lockt er dich. Weil du ja nicht mehr eins von ihm bist. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Tschüssi. Wir beenden das jetzt. Alter, bist du hässlich. Ich hab's gesagt, ich tu es. Ich hab gesagt, ich tu... Hallo. Geil, ich habe die Waffe nur einmal gehabt. Really? Ja gut, verständlich, ne, weil Raketenwerfer ist halt. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist, an mir liegt's nicht. Nein, warte, falsche Waffe. Ausweichen. Oh, shit. Na gut, ich gebe ihnen auch mal eine Chance, ne? Ist gut jetzt. Ach, jetzt nur noch ausweichen. Du willst mich doch verarschen. Ach. Yay! Leon, fang! Raketenwerfer Spezialmuni mit sehr viel Special. Rest in Peace. Yeah.
Was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Oh ja, yeah. Von der Insel kommen. Geil. Und los. Okay, nix wie weg hier. Ja. Halt, ich muss speichern. Und los. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, aber... Noch haben wir es nicht geschafft. Nein! Hoppa! Und? Komm schon! Sehr gut, weiter geht's. Und los. Run, boy, run! Hau ab, du Arsch! Ich hab keine Zeit, Mann! Verpisst euch! Ihr seid alle kaputt! Was ist los? Sie sterben! Game over! Rest in peace, Junge! So, let's go! Aber wie schön die da jetzt alle noch so rumzippeln, also hier so am Rumzappeln sind. Alter, das ist ja geil. Und tschüss. Stehst du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. Och nee, stimmt, jetzt müssen wir ja noch hier... Hier die Luzi. Weißt du? Nicht cool. Wow. Okay. Schön. Oh, dann. Ja. Alles gut. Wow. Nein! Ach, Alter, ernsthaft. Sie mich verarschen. Yay. Okay, das wird witzig. Oh Gott. Und... Juhu. Nein. Alter! Nein, aus! Ja, nein! War das der richtige Weg oder der falsche Weg? Ich weiß es nicht. Okay, es sieht gut aus. Ach, fuck! Gut, nicht guter Weg. Okay, das geht, glaube ich, länger als normal. Ich glaube, das ging nie so lange. Aber wie gesagt, es ist schon eine Weile her, dass ich das Original gespielt habe. Aber lustig. Na komm. Und warte mal, gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Ah.
Bahne frei, Kartoffelbrei, yeah, 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 yeah. So, ab die Post. Scheiße. Ah. Gibt's kein Medikit für Dings? Und juhu! Yay! Ach man. Nein, wieder die gleiche Stelle. Es ist immer wieder dasselbe, ne? Nein, 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 nein. Wir haben es fast, wir haben es fast. Komm schon, komm schon. Ja. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Oh, oh, oh. Feuerwerk. Juhu. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben. Na komm, ab nach Hause. Condor One? Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon! Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Resident Evil 4. Ja. Und das war Let's Play Resident Evil 4, das Remake. Wir haben es relativ, also jetzt am Ende noch relativ schnell durchbekommen. Ich bin, muss zugeben, der letzte. Ja gut, diese Folge wird jetzt nicht so lange gehen, aber ich werde sie auch so lassen, wie sie ist. Ah, jetzt sehen wir nochmal die Bilder, wie quasi die, ne, die ganzen Einwohner vorher gewesen sind, bevor sie zu diesen, naja, Wesen wurden. Aber ja, was soll man sagen, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise, sehr aufregend gewesen. Ich finde es gut, dass es mittlerweile wirklich solche Remakes gibt, ne? Wie gesagt, wir haben Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, jetzt Resident Evil 4 Remake. Ich habe gelesen, es soll vielleicht Resident Evil 5 Remake geben, was ja nicht wirklich gut ankam bei vielen. Und ich bin ehrlich, das, was ich gesehen hatte, war jetzt auch nicht so prickelnd. Aber wenn es so gut wird wie... Ja. Wenn es so gut wird wie Resident Evil 4, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns da wieder. Oder eben bei, was weiß ich, Resident Evil 9, ne? Vielleicht sehen wir uns da wieder, je nachdem, was dann noch so kommen wird. Und wenn ich die Möglichkeit dazu kriege, dies noch zu spielen und aufzunehmen, ne?
mit euch gemeinsam das Abenteuer zu bestehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Comments, wie findet ihr Resident Evil 4, das Remake? Was findet ihr nicht so gut? Wo sagt ihr, Mensch, das Original war in der Hinsicht besser? Wie gesagt, ich habe es halt lange nicht gespielt, also ne, kann ich nicht viel dazu sagen. Kommt noch was? Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Ja, und da haben wir nochmal die gute Ada getroffen mit, anscheinend mit ihrem Informanten, dem, ja, bekannten Wesker. Ganzen Namen weiß ich jetzt leider nicht, ich weiß nur Wesker, ne? Und die Stimme von Wesker kommt mir bekannt vor aus einem anderen Spiel. Wie es da gerade in der aktuellen Version ist, weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall kann ich euch dazu sagen, diese Synchro in einem anderen Horrorspiel, damals gefeiert ohne Ende. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Und, oh wow, jetzt gibt es auch noch schöne DMCAs. Yeah! Geil. Ja, das war auf jeden Fall Resident Evil 4, das Remake. Wenn es euch gefallen hat, ne, wie schon erwähnt, gern Like da lassen, Kommentar da lassen, vielleicht gern Abo da lassen, Glocke aktivieren, alles griffbereit. Und mal gucken, was als nächstes anstehen wird. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch ein Projekt am Laufen, aber ich weiß nicht, es gibt ein Projekt, was ich schon länger plane, aber mich noch nie wirklich rangetraut habe, weil es hier und da technisch immer Probleme gab. Es ist ein sehr älteres, davon gibt es mittlerweile 5 Teile. Ein Spiel, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat, wo man sich vielleicht wünscht, dass es da weitergehen würde. Es, ja. Ich versuche das alles schön, ne, stabil zu machen mit Ton und alles. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Dabeisein. Nochmal 10-mal, wie oft auch immer. Ja, Albert Wesker, okay, Albert Wesker war der Name, alles klar. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns in einem weiteren Let's Play wieder oder in einem anderen Resident Evil Projekt, je nachdem, was noch kommen wird. Und ja. Bis dahin erstmal. Tschüss. Drawn into the light or the shadows in your head.
kaputt gemacht.